In dieser Anleitung zeige ich Ihnen eine kleine Demonstration, wie Sie mit AV Studio Bilder auf verschiedenen Ebenen animieren lassen können, sodass ein dreidimensionaler Effekt entsteht. Nicht zu verwechseln mit einem 3D-Film, aber Sie werden gleich sehen, um was es geht. Ich spiele das Beispiel einmal ab, damit Sie sehen, wie das ausschaut. Und zwar habe ich hier zwei Bilder auf unterschiedlichen Ebenen. Sie sehen zum Beispiel diese Tafel und das Gebäude im Hintergrund. Beide Ebenen sind leicht animiert und das gibt dann den dreidimensionalen Eindruck. Weil Sie in AV Studio mehrere Ebenen zur Verfügung haben, ist so ein Effekt relativ einfach zu machen. Was Sie allerdings noch vorbereiten müssen, ist das Bild mit einem Grafikprogramm freistellen. Ich zeige Ihnen dann gleich anschließend ein zweites Beispiel, wie ich dann eine Grafik in einem Grafikprogramm freistelle, damit dies auf einer zweiten Ebene verwendet werden kann. Sie sehen zum Beispiel hier das Originalfoto dieser Straßentafel und hier das Foto, wie es freigestellt wurde, also das heißt, mit einem Grafikprogramm wurde alles entfernt, was nicht zu dieser Tafel gehört. Als erstes lege ich einmal ein Hintergrundbild auf eine Videospur. Das heißt, dieses Foto wird dann leicht animiert, zum Beispiel in meinem Fall leicht vergrößert. Dann wird die Straßentafel auf eine zweite Ebene darüber gelegt, dass diese im Vordergrund zu sehen ist. Sie sehen nun, dass die Grafiken schön mittig dargestellt werden. Dies wird sich gleich ändern, wenn wir die Ebenen leicht animieren. Mit einem Doppelklick auf ein Foto gelange ich in die Fotoanimation und über Pan und Zoom bei Animiert habe ich nun die Möglichkeit, das Foto leicht zu animieren. Der grüne Rahmen stellt das Anfangsbild dar. Ich möchte, dass das Bild reingezoomt wird. Das heißt also, ich beginne mit dem Vollbild und mit dem roten Rahmen, den werde ich verkleinern, damit eben ein Zoom in das Bild hinein zu sehen ist, dann später. Also das heißt, die Animation läuft von grün auf rot und wenn Sie das gerne testen möchten, wie das ausschaut, dann spulen Sie einfach den Film an den Anfang und drücken das Abspielen, also Wiedergabeknopf, oder drücken die Leertaste auf der Tastatur. Sie sehen nun unter Vorschau, dass sich das Foto leicht animiert, also leicht hineingezoomt wird. Die Geschwindigkeit dieser Animation bestimmen Sie über die Länge des Fotos auf der Timeline. So, der erste Schritt ist bereits gemacht. Wenn ich das abspiele, sehen Sie, wie das Foto im Hintergrund leicht hineingezoomt wird. Die Straßentafel ist aber noch statisch, also nicht animiert, und bleibt in der Mitte des Bildes. Im Gegensatz zu meinem Beispiel hat sich nämlich die Straßentafel auch von links nach rechts bewegt und wurde während dem Abspielen etwas vergrößert. Diese Animation geht genau gleich wie das Hintergrundbild. Ich doppelklicke einfach auf die Grafik mit der Straßentafel, wähle Pan und Zoom und wähle dann animiert aus. Eine Standardanimation ist angelegt und wenn ich das abspiele, wird sich das Foto auch leicht herangezoomt. Wenn Sie das aber nicht haben möchten, dann müssen Sie halt entsprechend den grünen und roten Rahmen anpassen. Beobachten Sie immer das Vorschaufenster, wenn Sie einen Rahmen beeinflussen. Ich ziehe einmal diesen Rahmen so auf, dass die Tafel unten links zu stehen kommt. Zum Beispiel möchte ich, dass die Animation so beginnt. Und beim roten Rahmen, den ziehe ich ebenfalls auf, wenn der Rahmen etwas kleiner ist als der grüne Rahmen, dann würde das bedeuten, dass die Tafel aufgezoomt, also vergrößert wird. Wenn ich also möchte, dass die Tafel vergrößert wird und zum Beispiel von links nach rechts geht, dann muss ich den Rahmen etwas nach links ziehen. Die Animation schaut dann in etwa so aus. Beobachten Sie einfach im Vorschaufenster, wie sich die Straßentafel bewegt. Wenn Ihnen das Resultat gefällt, dann klicken Sie auf OK, um die Animation zu verlassen. Ich spiele das Video einmal ab, beziehungsweise die Diaschau. Und Sie sehen nun, dass sich beide Ebenen leicht bewegen. Noch besser sehen können Sie das, indem Sie zum Beispiel die Hintergrundebene ausblenden und nur einmal die Straßentafel beobachten.
und dann einmal den Hintergrund als Animation und dann wieder beides zusammen. Sie sehen diese Art von Animationen oft am Fernsehen, wenn zum Beispiel Werbung für einen Spielfilm gemacht wird, vor dem kein Trailer, also keine Kurzversion, vorhanden ist, sondern lediglich mit Standbildern an Personen leicht animiert werden. Ich zeige Ihnen ein weiteres Beispiel. Und zwar habe ich da ein Foto und ein zweites Foto von einem Storch. Zum Beispiel diesen da. Wenn ich so etwas animieren lassen möchte, dann könnte ich im Prinzip alles, was blau ist, mit einem Chroma Key-Effekt aus diesem Bild entfernen. Leider funktioniert dies in diesem Fall nicht, da das Blau zu wenig stark ist. Ich kann nun diese Grafik aber in einem Grafikprogramm öffnen und dann alles, was blau ist, entfernen, sodass der Vogel dann komplett freigestellt ist. Ich merke mir also die Grafikdatei 4245 und öffne das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm Paint.net und öffne einmal diese Grafik. Diese da. Und kann nun mit dem Zauberstabsymbol auf diesen Himmel klicken und alles wird ausgewählt, außer der Vogel. Sie sehen nun, dass der Vogel ebenfalls ein wenig ausgewählt wurde. Dann kann ich einfach die Toleranz da oben etwas nach unten setzen. Bis alles ausgewählt wurde, außer der Vogel. Ich drücke nun die Delete- bzw. Entfernen-Taste und alles außer dieser Vogel wird entfernt. Falls noch Flecken vom Objektiv oder andere Elemente auf diesem Bild zu sehen sind, dann kann ich natürlich das Bild noch freistellen und über Bild auf Markierung zuschneiden wähle, sodass die Grafik nur noch aus diesem Vogel besteht. Nun speichere ich die Datei nicht unter diesem Namen JPG ab, sondern ich speichere die Grafik unter einem neuen Namen und zwar als PNG-Datei ab. JPG-Dateien können nämlich diese Transparenzen nicht übernehmen, das heißt, alles was jetzt Transparenz wäre, würde dann wieder auf Weiß geändert und ich möchte dies aber gerne beibehalten. Das heißt, ich wähle eine PNG-Grafik und belasse den Namen gleich, damit ich nachher noch weiß, welches Foto ich gerade bearbeitet habe. Ich klicke auf OK und kann nun diese Software wieder schließen. Zurück in Avid Studio sehe ich nun in der Bibliothek automatisch diesen Vogel und Sie sehen nun, dass das Schachbrett nun in Schwarz dargestellt wird. Das bedeutet, es ist transparent. Diesen Vogel auf der Timeline lösche ich und ziehe nun diese Grafik über meine Kirche. Ich sehe nun diesen Storch komplett in diesem neuen Bild. Ich möchte nun, dass dieser Storch hier durchs Bild fliegt. Ich vergrößere einmal die Hintergrundgrafik, sodass sie füllend dargestellt wird und doppelklicke auf diesen Storch. Mit Pan und Zoom, animiert, habe ich nun die Möglichkeit, eben diesen Vogel leicht animieren zu lassen. Je kleiner dieser Storch sein soll, umso größer muss ich diesen Rahmen ziehen und entsprechend den Vogel im Vorschaubild platzieren. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass der aus dem Bild in das Foto hineinfliegt, muss ich diesen Rahmen komplett nach rechts außen ziehen. Ich mache nun, dass dieser aber etwa oben links im Bild beginnt. Das heißt, Sie sehen jetzt, in meinem Foto wird er oben links starten. Und wohin er fliegt, wird dann rechts oben sein. Das heißt, ich ziehe also diesen roten Rahmen entsprechend auf. So dass der oben durchs Bild fliegt. Ich lasse die Animation einmal ablaufen und Sie sehen nun, dass dieser Vogel von links nach rechts durchs Bild fliegt. Mit einem Klick auf OK kann ich dieses Foto wieder verlassen und Sie sehen nun diesen Storch da mitten im Bild. Ich spiele die Animation einmal ab, damit Sie das Resultat sehen können.
So einfach ist dies zu machen. Mit einem kleinen kostenlosen Grafikbearbeitungsprogramm und zum Beispiel Avid Studio. Eine weitere Möglichkeit zum Beispiel ist es, einen solchen Flieger im Bild leicht animieren zu lassen. Das ist die Grafik 4545, die öffne ich ebenfalls in diesem Paint.net. Wiederum wähle ich das Zauberstab-Symbol, um eben diese Grafik freizustellen. Und auch da sehen Sie, dass zu viel des Fliegers ausgewählt wurde. Wenn ich also den Hintergrund jetzt lösche, dann sehen Sie, dass der Flieger so angefressen wurde. Das heißt also, ich muss diese Toleranz auf etwa, sagen wir mal, 32 stellen und klicke dann noch einmal auf den Himmel, sodass eben nur der Flieger ausgewählt wurde. Sie sehen da noch ein kleiner Streifen, dann müssen Sie vielleicht die Toleranz etwas nach unten setzen. Korrigieren Sie das, bis ungefähr der Flieger ausgewählt ist. Und Sie sehen jetzt an diesem Bereich, dass dort noch Flecken drin sind. Die müsste man dann zusätzlich noch entfernen. So, mit einem Klick auf Delete oder Entferntaste wurde dann alles entfernt. Und mit einer Viereck-Quadratauswahl können Sie dann noch weitere Punkte löschen. Auch hier würde ich den Flieger auf die Größe verändern, sodass die Grafik nur noch aus dem Flieger besteht. Wiederum speichere ich die Datei als PNG-Datei ab. So dass ich dann in Avid Studio diesen Flieger freigestellt zur Verfügung habe. Also wenn Sie den zum Beispiel da durch dieses Bild fliegen lassen möchten, dann ziehen Sie diesen einfach auf ein Hintergrundfoto, doppelklicken auf den Flieger und verändern natürlich dann wieder die Animation über Pan und Zoom und dann eben animiert. Das heißt, wenn der Flieger klein sein soll, müssen Sie das Fenster vergrößern, platzieren Sie es entsprechend und natürlich auch dann der Endpunkt, sodass der Flieger zum Beispiel nach oben rechts fliegt. Und das einfach so als kleine Demonstration, wie das eben sehr einfach mit Avid Studio möglich ist.